Hallo und herzlich willkommen bei Kerzen Gold. Ich bin namens Tim Schimschek und es geht heute darum, dass es den ganzen Krankenketten im Allgemeinen ein bisschen besser geht. Denn es machen sich auch sehr viele Leute Sorgen und es schreiben mich auch viele an, wie es den Krankenkassen geht. Und es geht bei allen Krankenketten Gott sei Dank bergauf. Wir haben ja hier zu Hause drei Pferde, die jeden Tag zum Tierarzt müssen. Zurzeit, das ist ja mal der Neue Schwarze, das ist einmal der Speedy und einmal der Baby Emino. Der Baby Emino hat hier eine Erkältung, das Katzenschnupfen und dadurch wird er auch mit dem Philisterin behandelt, um auch im Allgemeinen sein Immunsystem auch ein bisschen zu stärken. Der Speedy hat ja Mundprobleme und der sieht auch schon im Allgemeinen viel besser aus. Er ist auch wieder sehr aktiv geworden. Schau mal, der ist auch hier gerade zu mir gesprungen und unser kleiner Neue, der Schwarze in dem Stall, der hat halt seinen Durchfall immer noch nicht komplett wegbekommen. Der bekommt extra Futter und der bekommt jeden Tag Medizin für seinen Durchfall, dass er auch so schnell wie möglich wieder gesund wird. Und das ist ja auch hier alles unter meiner Kontrolle. Außer die Katzen mit den ansteckenden Krankheiten, mit dem Giardien, mit dem Paok und mit den ganzen positiven Krankheiten, die halt Katzen auch das Leben nehmen können, leider. Mit der Songul, mit der Jutta und mit der Fistik, die halt noch beim Tierarzt behandelt werden, aufgrund der Ansteckungsgefahr, nicht, dass sie andere Katzen anstecken. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich gegenseitig angesteckt haben, aber wenn da jetzt drei sich angesteckt haben, dann hat man die Vermutung, dass eine krank wurde und da die Krankheit auch ansteckend ist, dass sich der andere, dass sie die anderen beiden auch angesteckt haben. Und zuletzt haben wir hier auch gesehen gehabt, wie das bei Songül alles rausgelaufen ist, wo sie da gegangen ist, oder bei der Jutta, wo das da alles rausgelaufen ist. Also es war schon sehr, sehr starkes Durchfall. Es war wie Wasser. Es sind halt Giardien, was sie haben. Und die warten halt drauf, bis der Durchfall immer noch weg ist. Ansonsten sind die sehr aktiv, die fressen gut, die spielen sehr gut, die sind im Allgemeinen sehr fit. Genauso wie hier der Schwarze. Ich habe ihn jetzt das zweite Spielzeug, hat er dort im Stall. Und der hat halt auch mit dem zweiten Spielzeug dort, geht es hier, spielt er auch die ganze Zeit und ihm geht es halt dadurch auch, mit dem Spielzeug macht es ihm halt auch viel Spaß zu spielen und er ist auch dadurch halt beschäftigt. Und ich mag ihn jetzt nicht rauslassen, sobald er zum Tierarzt muss, aber wenn der Tierarzt sagt, dass seine Behandlung vorbei ist und er kann gehen, dann werde ich ihn wahrscheinlich auch aus dem Stall gleich rauslassen, denn ich glaube nicht, dass der weggehen würde, wenn der jetzt dort, wenn der jetzt dort ist, dann glaube ich nicht mehr, dass der weggeht. Aber wir müssen halt abwarten und schauen, wie das halt mit ihm dann auch wird, ne? Ja, jetzt ist auch gerade die Iris hier. Die hatten heute einen sehr stressigen Tag. Die Putzfrau war hier und wenn die Putzfrau da ist, stresst es ja die Katzen immer sehr und die wollen halt, wenn sie halt am Ende des Tages, wenn ich dann nach Hause komme, wollen sie mir immer viel erzählen oder viel erklären, dass sie halt hier nicht ihre Ruhe hatten, dass sie nicht schlafen konnten, denn es muss ja auch hier wirklich einmal die Woche mindestens die Putzfrau herkommen zur Desinfektion der Wohnung und auch zur Reinigung und auch, dass auch alles sauber gehalten wird, denn bei so vielen Katzen kann ja immer was passieren, von dem man nicht mitbekommt, von irgendwelchen ansteckbaren Krankheiten. Von daher, es ist immer ganz wichtig, dass die Wohnung komplett desinfiziert wird und durch die Katzen und für die Katzen kommt halt einmal die Woche die Putzfrau. Dann wird hier alles richtig sauber gemacht und das ist halt etwas, was die Katzen nicht mögen, wenn es dann nass ist oder wenn dann hier der Staubsauger arbeitet oder wenn dann halt hier gewischt wird und der Boden nass ist. Das mögen halt die Katzen nicht. Von daher haben sie mir immer viel zu erzählen, wenn die Putzfrau weg war. Aber ich denke mal, mit der Zeit werden sie sich auch die Putzfrau mittlerweile gewöhnen, denn es ist jetzt ungefähr 2,5 Monate her, dass sie jetzt einmal die Woche kommt, denn im Winter waren die Katzen auch die meiste Zeit drin wegen der Kälte und dann muss sie halt auch immer richtig sauber gehalten werden. Davor waren es aber auch 10 bis 12 Tage, also alle 1 bis 1,5 Wochen war dann die Putzfrau immer da, aber mittlerweile ist es einmal die Woche und wie gesagt, das mögen die Katzen gar nicht. Und die Iris muss mir hier auch was erzählen und sagen und machen und tun. Und daher sieht man hier,
wie die Iris auch gerade gekraut werden will. Ne? Ja, dann können wir mal schauen, was die Katzen machen. Wie gesagt, im Allgemeinen geht es bergauf bei den ganzen Behandlungen. Auch der Pelle ist ja jetzt für eine längere Zeit beim Tierarzt zur Behandlung. Er bekommt was für die Nieren, für die Leber, für einfach gegen das FIP auch. Alles, ich weiß jetzt nicht, wie die Behandlung genau abgeht, aber er bekommt zweimal am Tag auf jeden Fall die FIP-Tabletten und der Tierarzt meint, dass er nochmal was um die innerlichen Organe zu stärken, so wie die Leber und so, Gedärme, dass das halt auch alles gestärkt wird, bekommt dann auch nochmal Medizin, denn durch das FIP ist ja auch der Körper sehr angeschlagen und das muss ja auch so schnell wie möglich dann behandelt werden. Und der Poldi ist auch im Allgemeinen, geht es ihm ja normalerweise nicht gut, aber es tut sich gut und er wird auch immer ein bisschen Probleme mit dem Gehen bleiben, mit dem Gehen haben, so wie jetzt auch der Prager Kater oder der Wolfgang, die ich manchmal sehe, die hier vor mir weglaufen in der Siedlung. Von daher kann man froh sein, dass die noch leben, denn vor ein paar Jahren hat man leider Katzen, die nicht mehr so richtig gehen können oder die hinten komplett gelähmt waren durch das FIP und sie sich nur noch gequält haben, weil man die nicht behandeln konnte, hat man halt die Katzen leider einschläfern lassen. Es werden immer noch sehr viele FIP-Katzen leider hier in der Türkei eingeschläfert. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist. Das ist nämlich eine ganz, ganz teure Behandlung, auch für deutsche, europäische oder auch für türkische Verhältnisse. Also so eine FIP-Behandlung geht dort auch im Vollen mit gut 1.000 € aus mittlerweile. Die erste Rechnung, wo ich da bei dem Wolfgang bekommen hatte, da wurde so viel rauf gepatscht, glaube ich, dass dort eine Rechnung von 46.000 Lira damals kam. Das war halt damals an die 1.600, 1.700 € muss das damals gewesen sein. Und zuletzt hatte ich für den Poldi 25.000 Lira bezahlt und für den Verbrugger Kater auch so den Dreh. Ich glaube 25 oder 28, weiß ich nicht mehr genau. Aber das ist schon für türkische Verhältnisse eine sehr, sehr hohe Summe und nicht jeder kann auch solche Kosten übernehmen oder kann so eine Katze behandeln. Ich würde natürlich sofort, wenn ich wüsste, dass dort eine FIP-Katze wegen dem FIP eingeschläfert werden sollte, würde ich da persönlich sofort eingreifen und würde die Katze auch behandeln lassen. Aber andere können sich leider nicht die Behandlung oder viele können sich die Behandlung nicht leisten und daher müssen halt leider die Katzen sterben, weil die Behandlung halt sehr teuer ist, ne? Und das ist auch etwas gegen. Was ich bin natürlich absolut gegen das Einschläfern und von daher, wenn man eine Katze behandeln kann, dann sollte die auch behandelt werden, denn die haben auch das Recht zu leben und warum sollen die sterben, wenn man die behandeln lassen kann? Das ist auch bei dem Poldi gewesen. Also der Poldi ging es sehr, sehr schlecht. Der Poldi konnte gar nicht mehr gehen, der war ganz gelähmt und der Poldi hatte auch alle tödlichen Krankheiten und er hat so viel überstanden. Und bei Poldi kann er wirklich im Allgemeinen froh sein, dass der noch lebt und dass der überhaupt auf mich gestoßen ist, dass der zu mir gekommen ist und dass ich niemals aufgegeben habe und ihn weiter behandeln lassen habe. Und wir hoffen mal, dass es auch ein Happy End hat und dass der auch hier halt bald wieder unter den Katzen sein kann und dass er hier auch ein tolles Leben hat, auch wenn er scheu bleibt und wenn er mich nicht mag, vielleicht fällt ihn ja eines Tages mal ein, dass ich nur was Gutes für ihn will, so wie der Drache oder so wie der Thomas jetzt, die mit der Zeit zahm geworden sind. Die müssen ja auch merken, dass man nicht böse zu denen ist, dass man halt will, dass die weiterleben und dass man ihnen das Leben retten will. Und genauso ist es jetzt auch bei Pelle, also zwei Behandlungen beim Tierarzt, der eine ist ein Rückfall von dem Poldi und der Pell hat das jetzt auch. Das ist der Bruder von Poldi. Das sind halt immer Sorgenkinder gewesen, seitdem ich sie schon habe. Der Pirat, der Pelle und der Poldi, das sind drei Geschwister. Und ich weiß nicht, warum sie so anfällig sind, was das alles angeht, sobald etwas ist. Die haben gleich immer, weil die sind dann komplett K.O. Und dann hoffe ich mal, dass der auch das überlebt, der Pelle, dann FIP. Ist ja auch ansteckend und tödlich für viele Katzen und
Ich hoffe natürlich, wie gesagt, dass die halt so schnell wie möglich wieder gesund werden und auch bald nach Hause können. Ne? Ja, und das sind halt auch alles Katzen, wie gesagt, die von der Straße kommen. Das sind Katzen, die heute im Allgemeinen sowieso nicht mehr gelebt hätten, so wie hier die Iris zum Beispiel, die wäre niemals klargekommen, die damals von der Iris gefunden wurde, wo sie von 6 erwachsenen Katzen attackiert wurde, mit der Apse an der Pfote, wo sie sogar einen Kragen bekommen musste, damit sie auch nicht da rangeht, oder dann nochmal mit der Katzenseuche, die sie hatte, wo sie damals den Fussel bei sich hatte, der Fussel auch mit dem Verdesserin gleich mit behandelt wurde, weil sie immer zusammen sind. Das sind halt alles Fälle, die normalerweise heute die ganzen Katzen, wo man sie denen sogar 2 oder 3 Mal schon das Leben gerettet hat, sie bei der Iris oder wie gesagt bei dem Poldi jetzt oder bei anderen Katzen, so wie bei dem Speedy zum Beispiel. Der Speedy, wo der kam und jetzt gestern, ich hätte das am besten aufnehmen sollen, wie der in der Früh, wo der am Futternapf war, wo der da richtig geschrien hatte, weil der nichts kauen konnte und der richtig Zahnschmerzen hatte. Also das sind halt Sachen, die eine Katze, wenn der nichts fressen kann, dann verhungert er, ja? Und von alleine kann er nicht gesund werden. Das heißt, er muss behandelt werden und die können sich nicht selber behandeln und es gibt keine Ärzte unter den Katzen. Das heißt, wir müssen die zum Tierarzt bringen und die müssen behandelt werden und ansonsten sterben die leider die Tiere. Aber alles Gute kommt auch auf einen wieder zurück, das kann man mir glauben. Von daher, wer kann, soll immer Tieren helfen, soll immer für Tiere da sein, soll immer in jeder Hinsicht Tiere unterstützen, so viel es in der eigenen Hand auch liegt, was man machen kann. Ich bin natürlich jetzt hier nicht wie jede Person, ich versuche halt mein Bestes zu machen und ich kümmere mich auch um Tiere und ich bin auch über meinem Limit schon. Ich habe viel zu viele Katzen hier bei mir zu Hause und es kommen auch immer mehr dazu, aber ich mache das gerne und ich will auch halt, ich kann da nicht weggucken, wenn es einer Katze nicht gut geht und ich versuche halt immer mein Bestes draus zu machen und wie gesagt, jetzt haben wir gerade 9 kranke Katzen und die werden alle behandelt und ich werde das auch alles hinbekommen mit den ganzen Katzen und ich werde auch alles dafür tun, dass immer Straßenkatzen auch gerettet werden und auch ein sicheres Zuhause haben. Ich habe jetzt niemanden, wo ich dort eine Katze hin vermitteln könnte oder der eine Straßenkatze nehmen, der mir eine Straßenkatze nehmen würde. Wenn das eine Rassekatze wäre, dann würden so viele sagen, ich würde sie sofort nehmen, aber leider bei Straßenkatzen ist es immer, oder Straßentieren ist es immer schwer, dass sie ein Zuhause bekommen. Und daher auch bei der Pamuk zum Beispiel, die leider damals gestorben ist, die wollten auch sehr viele Leute haben. Es haben mich Leute angerufen, angeschrieben und alle, dass sie die Pamuk haben wollten. Aber hier, wenn so eine ganz normale Straßenkatze kommt, hat mich noch nie jemand angeschrieben und angerufen, ich will die Katze haben. Nur bei sehr, sehr seltenen Fällen. Aber wenn mich einer wegen Iris angeschrieben hat, haben mich 20 wegen Pamuk angeschrieben damals. Von daher haben es halt Straßenkatzen im Allgemeinen sehr schwer, dass sie aufgenommen wurden, dass ihnen geholfen wird, dass sie zum Tierarzt gefahren werden. Und genau deswegen bin ich auch für die Tiere da, weil ich weiß, dass sie es im Allgemeinen schwierig haben und sich wenig Leute um die kümmern. Ich sage nicht, dass sich keiner um die kümmert, aber es gibt halt nicht so viele Menschen, die sich um sie kümmern und einfach vorbeigehen. Oder wenn sie sogar zu einem ankommen oder reinmiauen, dass sie Futter haben wollen oder so, dass sie dann noch verscheucht werden und so. Also es gibt leider auch Menschen, die nicht wissen, was ein Tier wert ist, die nicht wissen, wie man mit einem Tier umgeht, die nicht wissen, die nicht ein Tier verstehen, ne, die nicht ein Tier verstehen, was ein Tier haben will. Ein Tier will einfach nur Futter haben, Streicheleinheiten haben, ein warmes Zuhause haben, die wollen einen trockenen Platz haben, die wollen Wärme haben, ansonsten was anderes wollen sie gar nicht. Und die Tiere geben uns Menschen auch viel mehr zurück, als was wir denen eigentlich geben. Die, wenn man allein an Tiere denkt, die nehmen einen eigentlich den ganzen Stress, den Tagesstress. Ich bin einer, der
den ganzen Tag sehr viel zu tun hat. Und ich habe auch zwei Geschäfte, ich habe sehr viele Kunden jeden Tag, ich habe Angestellte, ich habe Großhändler, ich habe viel Besuch im Laden. Und es gibt keine Katze, die mich da stresst. Ganz im Gegenteil, wenn dort eine Katze ist, die gestreichelt werden will, die Futter haben will, die an meine Seite kommen will, die merkt, dass es mir nicht gut geht, dann kommen sie zu mir und nimmt mir auch den Stress. Ne? Also die Tiere geben uns eigentlich mehr wieder zurück, wenn man weiß, was die Tiere wollen, wenn man weiß, wie man mit Tieren umgeht, geben sie uns eigentlich mehr zurück, als was wir denen geben. Ne? Von daher, allein die Katzen sind auch, oder Tiere im Allgemeinen sind eine sehr gute Therapie für Menschen, die deprimiert sind, die gestresst sind, die eine Blackout haben, die halt im Allgemeinen psychische Probleme haben zum Beispiel. Ich kenne sehr viele Leute, die psychische Probleme haben, die ihre ganze Existenz verloren haben und die sich dann angefangen haben, um Tiere zu kümmern, und seitdem sie sich um die Tiere gekümmert haben, ging das dem wieder von vorne los. Es wird alles wieder gut. Ja, also das ist, was ich vorhin meinte. Alles Gute kommt auf einen wieder zurück. Ja, es gibt zum Beispiel viele Beispiele, die ich kenne, die sich, seitdem sie sich um die Tiere kümmern, auch ein viel besseres Leben dadurch haben. Ne? Also das ist wirklich so. Also alles Gute kommt dann auf einen wieder zurück und alles Schlechte kommt auf einen zurück. Ne? Von daher sollte man lieber die Guten, das Gute ausnutzen, das Gute benutzen, sag ich mal so. Denn ich zeige hier auch niemals etwas Schlechtes, ich zeige immer nur etwas Gutes, wie man mit Tieren umgeht, was man mit Tieren macht oder wie man den Tieren helfen kann oder was man alles tut, damit es den Tieren gut geht. Und das schaut ihr euch auch immer an und ihr unterstützt es auch immer sehr und ihr trauert auch mit, wenn was ist, oder ihr freut euch auch, wenn was Gutes passiert. Und dann denkt man, da sieht man halt auch den wahren Charakter eines Menschen, indem man halt auch wirklich für gute Sachen halt da ist. Ne? So, dann können wir mal schauen, was die ganzen Katzen machen, wie es denen geht. Der Speedy ist schon wieder sehr aktiv. Man merkt, dass es ihm viel besser geht. Und er spielt auch hier herum. Und dann schauen wir mal, was die alles so machen. Ne? Ich kann dann mal die Kamera drehen. Und schaut euch mal da den Rabauken an. Man sieht, dass der schon wieder sehr aktiv ist. Der hat auch keine Schmerzen mehr. Das war jetzt auch der Satz dafür, dass die Überschrift heute, dass es den kranken Katzen im Allgemeinen besser geht. Halt, da sieht man das Nummer 1, dass es dem Speedy viel besser geht. Und dass der auch hier spielt mit dem Ball. Ja, und runterfallen können die zurzeit nicht, auch wenn es an einigen Stellen nicht dicht ist, das Netz. Aber so richtig da hochgehen und da hochklettern machen die gerade auch nicht. Und da werden wir die Tage, wie gesagt, es wurde heute ein neues Netz zu mir zugeschickt. Und dann werde ich das mal ausprobieren, das andere aufzubauen, was halt auch ein bisschen dicker ist als das hier. Ja, Speedy, vergiss es. Der muss einfach da raus. Seht euch das mal an, den kleinen Rabauken. Und Heidi, auf wen wartest du da? Wen willst du da verprügeln? Wer ist da drin? Nee, Erstgeborener, jetzt nicht bitte. Nee, jetzt nicht, habe ich dir gesagt. Wer ist da drin? Wen versuchst du da? Die Lilly ist da drin. Schaut mal, wie sie sich versteckt. Und sie will die da nicht mehr rauslassen. Komm mal da weg, Heidi. Lass sie doch mal in Ruhe. Komm, komm weg da, komm. Du bist ja richtig frech geworden. Vorhin hast du die Katja gehauen. Komm, Lilly, komm.
Psst, 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 komm raus da, komm. Komm. Und der Speedy. Der Speedy, schaut mal, sieht euch das mal an. Und man sieht, dass es dem Speedy auch dadurch im Allgemeinen jetzt wieder viel besser geht. Und da sieht man die Nervensäge. Die Pepe ist da, die schaut mal, wie sie mich anschaut. Na Pepe, alles gut? Und schau mal, der Neue spielt auch mit seinem Spielzeug, was ich ihm da reingetan habe. Na Pepe, hast du die Milch ausgekippt? Ich habe euch da auch Milch hingestellt, aber war wohl keine gute Idee, damit ihr euch nicht alle dort oben staut. Warte mal, der Neue spielt mit seinem Spielzeug. Na, kleiner Schatz, alles klar bei dir. Sobald du gesund wirst, kommst du hier raus, okay? Du musst erstmal gesund werden, nicht, dass du andere ansteckst. Und dann ist die Angewöhnungszeit auch sicherlich dann vorbei. Er spielt dort hinten. Was Erstgeborener? Was ist? Ich habe dir gesagt, jetzt nicht. Oh Mann, das dauert nicht lange, dann ist Erstgeborener zufrieden. Ja, alles gut, Erstgeborener. Ja. Jetzt hast du Streicheleinheiten bekommen. Die Nervensäge ist da unten. Und Peanut ist da oben. Und bald sind ja die Songül, die Fistik und die Jutta wieder da. Da wird sich der Thomas bestimmt besonders freuen. Nicht wahr, Stiefkitten? Iris. Ja, Iris. Alles gut, Iris. Da sieht man den Papa. Petra, wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin, Petra? Na Thomas, du bist ja richtig da hochgesprungen. Alles gut, Thomas. Komm mal, jetzt zeig mal, wie du mir jetzt vertraust, wie ich dein Vertrauen gefunden habe. Zeig das mal den anderen. Komm her. Komm her, du, wie scheu du warst. Komm mal her, zeig das mal den anderen. Kleiner Satellitengucker. Stiefkitten. Und da sieht man den Speedy. Und mal, jetzt geht Petra da zur Milch, die sie ausgekippt haben. Was ist Stiefkitten? Was nervst du? Was nervst du mich an? Was? Was wird gekraut werden? Und jetzt wirst du an mir fliegen wie, jetzt wirst du an mir kleben wie eine Fliege und willst mich nicht mehr in Ruhe lassen. Willst die ganze Zeit gekraut werden, ich kenne dich doch. Ja, da sieht man. Den Thomas, wie zutraulich der geworden ist. Ach, aua, aua, der hat mich ja richtig gefangen hier.
Schau mal, wie süß der da spielt mit seinem Spielzeug. Seht euch das mal an, wie süß der da tobt. Der spielt dort, seht ihr das? Das heißt, er ist auch im Allgemeinen wieder, dem geht es besser, seht ihr das? Wie der da spielt mit dem Spielzeug im Stall, der süße Spatz. Der ist jetzt durch den Stall sehr schwer zu erkennen, weil der halt schwarz ist. Und der Stall auch schwarz ist. Jetzt frisst er was, der Süße. Na Thomas, nicht hier die Kamera attackieren. Was soll das? Ach, Stiefkitten. Jetzt ist er auf meinen Schoß gekommen. Ich wollte gerade runtergehen. Schau mal, der tobt ja da richtig im Stall. Da geht ja die Post ab mit seinem Spielzeug. Ich euch den mal an. Das heißt, ihm geht es wieder besser. Iris, runter von meinem Rücken. Na, Nervensäge, du wartest, bis wir rausgehen zum Spazieren, ne? Da freust du dich dann. Nicht wahr? Pass gleich auf, wenn ich rausgehe, ist sie die Erste, die gleich mitkommt. Die Nervensäge. Das ist die Tochter von der Nervensäge, die Pepe. Da geht ja die Post ab im Stall. Und spiel ruhig weiter, du wunderschöner Kater. Spiel ruhig weiter. Bald darfst du da raus. Okay. Bald darfst du da raus, du kleiner Schatz. Und auf was wartet ihr hier, Iris und Stiefkitten? Auf was wartet ihr hier? Auf Streicheln einhalten. Na, Schwarzer, du kannst deinen Stall selber morgen sauber machen, das sage ich dir. Ich habe dir keine Lust, jeden Tag deinen Katzenstreu da sauber zu machen. Kannst du mal nicht so wild spielen? Lass mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ja, schau mich nicht so süß an. Was ist mit dir? Was? Was? Wir müssen kurz hier die Milch wegwischen, die ihr da ausgekippt habt. Sonst trocknet die ein. Thomas geht zu dem Tisch, zu dieser Milch. Da haben sie auch ein bisschen ausgekippt. Haben sie sich da gestritten oder was? Das trocknet sonst alles ein. Die wollen einfach nur gekraut werden. Die wollen kein Futter. Die haben Futter bekommen.
Kitten. Du hast hier fast das Handy umgekippt. Und der fährt mir jetzt auf Schritt und Tritt. Und wer ist das? Felix? Na Thomas, dass du so anhänglich wirst, hätte ich nie gedacht. Kann ich dich wenigstens auch kastrieren lassen? Dann wird es nicht so schwer. Wenn es dann soweit ist, dass man dich kastrieren kann. Schaut mal, wie Stiefkind den Pepper anschaut. Der mag ihn nicht. Ja, Stiefkind, schau doch nicht so böse. Corinna, wo kommst du denn her? Wo hast du dich denn versteckt? Die Putzfrau ist weg, keine Angst. Speedy mit seiner weißen Schwanzspitze. Seht euch das mal an. Das sieht ja aus, ne? Und der Schwarze gibt keine Ruhe. Er ist da am Stall, richtig am Toben. Und Pepe ist jetzt dort. Man sieht, dass der gerne raus will aus dem Stall zum Spielen. Aber das darfst du bald, keine Sorge. Du darfst bald komplett daraus, keine Sorge. Und ich werde auch sehr oft gefragt und ich werde sehr viel angeschrieben für die ganzen Katzen, ob man da was für die Katzen braucht oder ob man einen Wunsch hat für die Katzen aus Deutschland. Also ich habe hier wirklich sehr viel auf Vorrat, aber was ich hier immer benötige und eigentlich nichts mehr da habe, ist halt das Nassfutter aus Deutschland. Das mögen die alle sehr. Jetzt war der lange Winter da und es ist kaum mehr was da. Das ist zum Beispiel einer der Lieblingsfutter für die Katzen aus Deutschland. Das mögen alle Katzen aus Deutschland. Das mögen alle türkischen Katzen. Auch wenn es nicht für meine Katzen ist, wenn jemand anders unterstützt in der Türkei an Katzen, aber auch die Videos gerne von mir schaut. Man kann immer Feuchtfutter für die Katzen aus Deutschland mitbringen. Trockenfutter hat man hier sehr viel in der Türkei und auch einige Sorten, die alle Katzen mögen, aber das Feuchtfutter mögen die nicht alle in der Türkei, da bleibt mal viel über und das trocknet dann in den Näpfen aus und die Hälfte wird weggeschmissen oder wird das gar nicht angerührt. Aber ich zeige jetzt nur dieses Futter, weil das praktisch ist und auch viele Katzen mögen. Aber es gibt kein Nassfutter aus Deutschland, was sie bis heute nicht gegessen haben. Also wenn jetzt jemand gerne, zum Beispiel das jetzt Farbe und Sorte wäre egal. Von Gut und Günstig zum Beispiel, von Edeka, von Hello My Cat, das mögen alle Katzen, aber es gibt in verschiedenen Farben. Wie gesagt, Farbe und Sorte ist egal und da freuen sich die Katzen mal drüber. Aber wie gesagt, egal welches Futter aus Deutschland, es gab noch nie Futter, was sie nicht gefressen haben. Ob da auch was anderes ist, diese Beute oder so, aber das ist jetzt halt etwas, was alle mögen. Also wenn jemand gerne für die Katzen was mitbringen will, der hier in die Region Side kommen sollte zum Urlaub nach Side Kumkö und Umgebung und will gerne hier den Katzen was mitbringen, kann gerne Nassfutter mitbringen, ob Schale, egal von welchem Markt oder so, Schal muss nichts Teures sein, aber das Europäische mögen die halt sehr und das ist halt etwas, was sie sehr mögen. Und ich bin auch jeden Tag in meinen Geschäften. Ich habe zwei Geschäfte in Kumkö vor dem Palomotion Resort Hotel.
Inconcueil, IC, Optik und Jewelry. Ich habe einen Optik und einen Juwelier. Und da bin ich halt auch den ganzen Tag eigentlich immer da und freue mich auch auf die Besuche oder wenn jemand halt auch den Katzen was mitbringt. Und wie gesagt, da kann man auch bei meinen Geschäften jeden Tag vorbeikommen und auch die Katzen sehen oder auch Futter mitbringen und dann auch gleich im Laden abgeben für die ganzen Katzen, die man hier jeden Tag sieht. Und wie gesagt, noch, ich sag's nochmal, nicht nur für meine Katzen, wenn man auch jemanden anders gerne unterstützen will, der sich um Katzen kümmert in der Türkei, Nassfutter, kann man dann halt immer den Katzen mitbringen. Das Trockenfutter kann man hier auch kaufen und das Trockenfutter gibt es Sorten, die alle mögen. Also Trockenfuttersorgen hat man hier nicht in der Türkei. Und hätte man hier gutes Nassfutter, was alle gerne fressen, hätte ich auch sowieso einen ganzen Keller voll. Aber dann bestellt man was vom Internet oder dann gibt es mal Angebote bei Carrefour, von Whiskas, von Felix. Da kaufe ich auch gleich alles auf, was im Angebot ist. Aber das mögen die auch nicht. Ich habe schon mal türkisches Whiskas mit deutschen Whiskas vergleicht oder verglichen. Das deutsche Whiskas mögen alle sehr. Das türkische Whiskas gehen die Hälfte nicht ran. Genauso beim Felix-Futter zum Beispiel. Also ich weiß nicht, was in Deutschland da im Futter drin ist, aber das deutsche Futter mögen die viel mehr als das türkische. Genau wie die türkischen Bürger die deutsche Schokolade mehr mögen als die türkische. Genauso auch bei den Katzen, die mögen das deutsche Futter mehr als das türkische. Und wie gesagt, wenn da jemand den Katzen eine Freude machen will in der Türkei, kann man dann gerne ein Nassfutter aus Deutschland mitbringen. Und dann schauen wir mal, was unten los ist. Jetzt schaut mal, die Pepe ist auch drin, ne? Und der Kleine gibt hier keine Ruhe, der süße Schatz. Na, was heißt Erstgeborener? Was ist? Ja, das ist dem Speedy und dem Schwarzen besser geht, haben wir jetzt alle hier ganz eindeutig gesehen. Die sind beide am Spielen. Also die sind, wie sagt man, über den Berg. Die sind beide gesund. Der eine hat noch ein bisschen Durchfall, der eine muss morgen noch wegen seinen Zehen zum Tierarzt. Der hatte auch sowas wie der Speedy, der Pepper. Der hat auch ein bisschen schiefes Gesicht. Der hatte Kiefer- und Zahnprobleme. Aber schaut mal, jetzt ist er auch mittlerweile größer geworden. Ein bisschen älter. Und schau mal, der Speedy ist so neugierig, der geht überall hin. Man merkt, dass der wieder richtig gesund ist. Und ich denke mal, dass der Tierarzt morgen sagt, der braucht nicht mehr zu kommen. Na, was ist? Lass doch die Filis da in Ruhe.
Und bevor die Fragen gleich alle wieder losgehen, es waren alle Katzen vorhin zum Fressen da. Nur der Pirat war nicht da. Nicht wahr, Emino? Da bist du, ne, Emino? Sag mal, Stiefkind, du bist eine richtige Nervensäge. Ach, Zicke, wo kommst du denn da raus? Schau mal. Das passt dem Stiefkind gar nicht, dass du in diesem Paket, in diesem kleinen Höhle da bist. Und Katja ist auch da. Nun sieht man einen. Nee, das ist nicht Katja. Ah doch, das ist Katja. Ich dachte, das wäre Katja. Das ist der Thomas. Die gehen gleich das Futter von Emino wegfressen, das Proplan-Kittenfutter. Und wo versteckst du dich denn da jetzt, Petra? Wo bist du, was will ich, wo bist du reingegangen, du kleine Schlingel? Ach, da bist du. Seht euch mal die Petra an. Und Lady Di hat sich auch da oben versteckt. Und Mama Elif schläft immer mit offenen Augen. Na, Stiefkitten, jetzt gib doch mal endlich Ruhe, du Stück Pommes. Schau mal, jetzt bin ich hier drin, jetzt sind alle neugierig. Speedy, raus mit dir. Zicke. Ja, Emil denkt doch, was wollt ihr alle hier drin? Kommt, komm, wir gehen hier raus. Komm. Komm, Iris, komm raus hier. Komm. Kommt. Bunte, du bist ja auch da. Du hast ja sehr viel gefressen vorhin. Und da ist einmal die Abby, die allergrößte Nervensäge, wenn ich schlafen gehe, mit ihren Krallen. Muss immer ihren Milchtritt auf mir machen. Und ich verscheuche die mehrfach. Sie kommt immer wieder. Stiefkind, lässt du mich mal in Ruhe? Ja, Zicke, Corona, geht da essen? Geht? Ja, sorry, entschuldige, Fräulein. Wenn du vor meine Füße gehst, bin ich aus Versehen auf deinen Schwanz getreten. Ja, Speedy ist auch immer dabei. Stiefkitten will nur gekaut werden. Und wer ist da unten? Die Lilly muss da links sein. Ja, das riecht ja nicht gedonnert bekommen, ne? Die Straße ist aber heute dunkel. Speedy, du kleiner Rabauke. Schau mal, wie schnell die alle rauskommen. Abby, du hast doch tief und fest geschlafen. Kommen wir nicht draußen, kommst du gleich raus, oder was?
Na, wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Kalter Wind heute. Es ist sehr kalt. Na, Kinder, hier ist was abgesperrt. Das heißt, da wird was gearbeitet oder so. Da gibt es einen neuen Asphalt. Da können wir so nicht rauf. Oder? Yeni asfalt mı döktüler? Efendim? Orada bas girmek yasak mı bugün? Ya orayı yolu boya yaptılar da. Ha. İyi tamam. Oradan. Bize geçmem oluyor o zaman. Bu yukarı gider gelelim. Da wo sie Prinzessin? Da wurde neu gestrichen. Das heißt, da müssen wir heute nicht rauf. Na, Prinzessin, warum kommst du immer her? Du warst doch eben noch zu Hause, Prinzessin. Was machst du hier? Warum gehst du so weit von zu Hause weg? Warum? Warum? Komm, Prinzessin, komm. Komm, wir gehen in die andere Richtung. Die Straße wurde gestrichen. Silvia, wo kommst du denn her? Silvia ist jetzt auch hier. Kommt! Gretel! Du bist ja richtig Security-Personal geworden hier von der Siedlung, Gretel. Ein richtiges Personal von der Siedlung zum Security. Komm, wir gehen in die andere Richtung. Kommt! Die Straße ist heute abgesperrt. Die Straße wird gestrichen. Ja, die Zicke ist gleich da, wo ich bin. Schaut mal. Prinzessin ist auch hier. Die Katzen sind es nicht gewöhnt, dass wir die gleiche Strecke wieder zurückgehen. Aber wir können halt nicht in die andere Richtung. Komm, Prinzessin, komm. Komm. Komm, mein Schatz, komm. Und wer wartet da vorne? Na, Nervensäge, du kommst als letztes, ne? Bist du die Nervensäge? Ne, du bist Lady Di. Und Stiefkind traut sich nicht so weit zu kommen. Der bleibt hier auf halber Strecke stehen. Das Weichei. Na, wo seid ihr? Ja, die wussten nicht, dass wir zurückgehen. Wie gesagt, das sind sie auch nicht gewöhnt. Die Prinzessin kommt sogar mit. Seht euch das mal an. Die Prinzessin ist auch dabei. Schaut. Ja, und der Drache,
Der Pirat, die sind on Tour. Die habe ich nicht gesehen heute. Wie gesagt, das stresst sie sehr viel, wenn da die Putzfrau kommt. Die Hälfte ist da stehen geblieben auf der anderen Seite. Jetzt holen wir sicherlich auch gleich den Frosch und die Bagheera ab. Hier wohnt die Animation. Hier sind auch auf die Katzen, sind auch sehr katzenlieb. In dem Garten hier wohnt ja der Frosch. Nicole ist auch hier. Na, Nicole? Ja? Ja, komm raus aus dem Garten. Das ist ein richtiger Katzenfeindgarten. Komm raus da. Komm, hopp, hopp. Und da vorne sieht man, dass die Straße abgesperrt ist. Das heißt, wir müssen auch nicht weitergehen. Wir gehen mal von hier aus wieder zurück. Können wir heute keinen großen Bogen machen. Prinzessin, komm! Pss, 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 pss. Komm zurück, komm! Halt die Gellen! Na, Bagheera? Na los, kommt, die anderen sind in der anderen Richtung. Na Frosch, bist du auch aus deinem Versteck rausgekommen? Na Prinzessin, bist du nicht mitgekommen? Bist du da vorne geblieben? Wo ist die Prinzessin? Wo ist die hin? Ist der da links hochgegangen oder was? Prinzessin, komm her, nicht darunter gehen. Du gehst in die falsche Richtung, komm her. Komm. Nicht gegen die Wand laufen. Komm. Gell. Gell. Gell, Krasim, gell. Pss, 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 pss. Komm. Gell. Halt die Gell. Gell. Pss, 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 pss. Gell. Pss, 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 pss. Prinzessin, jetzt komm doch bitte. Was ist ja wie gestern Abend? Komm, ich kraul dich zu Hause. Komm. Na komm. Gell. Heidi, gell, Krasim, gell. Heidi, gell. Heidi, gell. Heidi, gell. Gell, 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 gell
Komm, ich nehme dich ein Stück mit. Komm. Warte, komm, komm, komm. Ich nehme dich ein Stück mit. Komm. Keine Angst, du hast festen Boden gleich. Keine Panik. Keine Panik, Prinzessin. So, jetzt lass dich langsam runter. So, siehst du? Jetzt komm. Pss, 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 pss. Nicht in die andere Richtung. Komm. In die andere Richtung. Komm her, komm. Gell, Kasim, gell, gell, hatte gell. Hatte gell, hatte gell. Hatte gell. Hatte gell. Hatte gell, hatte gell. Hatte gell. Komm, Prinzessin, ich nehme dich nochmal mit. Komm, 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 komm. Jetzt bist du sehr schön auf meiner... Ja, keine Angst, keine Angst. Komm, komm, komm so. Ja. Sie wird sauer. Sie mag es nicht, hochgehoben zu werden. Sie muss ja... Komm. Pss, 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 pss. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Nervensäge. Guten Morgen, bist du doch gekommen. Komm, Prinzessin, komm. Die arme Prinzessin. Habt ihr gesehen, wie sie die Haut, die blöde Ziege... Bounty, wo kommst du denn her? Seht ihr, wie sie die Haut... Gell, pss, 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 gell. Gell, Kasim, gell, 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 gell. Komm nach Hause, komm. Es gibt mir keine Ruhe mit ihrem Auge und mit ihr, wirklich. Ich habe ja seit einem Jahr versuche ich alles für sie zu machen, dass sie wieder sehen kann. Da kommt sie. Da sehe ich sie. Ja, super Prinzessin, komm. Komm, ich streichle dich später, okay? Komm. Na, da kommst du, sehr brav. Na, keine Angst, komm. Na, komm, alles gut, komm. Komm. Petra, hopp, hopp, rein mit dir, hopp, hopp. Iris. Na, Stiefkitten. Hast dich nicht rausgetraut, ne? Bei dir mache ich mir so Sorgen, dass du nicht nach Hause findest. Du kleiner Satellitengucker. Na, jetzt ist auch die Nicole da am Fressen. Drache, benimm dich. Warum bist du so aggressiv schon wieder? Ich kenne deine 5 Minuten. Wo ist der Pirat? Den Pirat habe ich heute noch nicht gesehen am Abend. Der Drache war vorhin auch nicht hier.
Jetzt ist der Drache aber da. Vielleicht versteckt er sich im Keller oder so, der Pirat. Ist ja normalerweise immer hier. Ist nicht normal, dass der Peanut hier liegt. Deswegen ist es schon ein bisschen anders als sonst. Dass der Peanut da liegt, ist auch eher seltener. Nicht wahr, Peanut? Und der neue Schwarze ist auch da. Der will da gerne raus und bald darf der raus. Die Prinzessin ist auch hier. Die ist am Traubenfutter. Und da sieht man die Pepe wieder. Und jetzt ist Paul auch hier. Na, Paul? Paul ist die Tochter von der Nervensäge. Und schau mal, die Katzen, die wir aufgefangen haben, die sind alle bei den Futternäpfen. Ja, und somit haben wir heute auch gesehen, dass es den kranken Katzen im Allgemeinen besser geht. Sowohl hier dem Speedy und auch dem Schwarzen hier, der hier spielt. Und den Katzen beim Tierarzt geht es auch im Allgemeinen besser. Und man sieht, dass hier auch alle Appetit haben. Und ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.